Es sieht so aus, als ob ein weiterer Fototag für das Jahrbuch bevorsteht. Komm schon, je länger wir warten, desto nervöser werden wir. Sophia, du bist dran. Oh je, hast du letzte Nacht nicht geschlafen, Lilly? Ich weiß nicht, wie ich mich dafür wach halten soll. Ich sehe okay aus, um ein Foto zu machen, oder? Hast du heute noch nicht in das Spiel geschaut, Lilly? Oh nee, diese Augenringe sind grausam. Na, ich habe Concealer, bin mir aber nicht sicher, ob das die richtige Farbe für dich ist. Aber dieser Lippenstift hier sollte das Problem lösen. Das wird dir den Tag retten, vertrau mir. Was? Lippenstift für meine Augenringe? Ich würde gerade wohl alles versuchen. Wenn du dunkle Augenringe hast, kann roter Lippenstift verwendet werden, um die Farbe auszugleichen. Einfach ganz leicht auftupfen, so wie hier. Sobald dies erledigt ist, verwende einen Mischpinsel, um alles zu glätten. Ja, genau so. Ziemlich bald werden sich die Farben gegenseitig aufheben. Um die verbleibende Farbe abzudecken, tupfe ein wenig Concealer darauf. Sobald du das Zeug aufgetupft hast, verwische es mit deinem Pinsel. Ja, sieht gut aus. Hey, deine Augenringe sind weg, Lilly. Das ist ein super Trick. Ja, sieht so aus, als wären sie bereit für dich. Vicky hat heute deinen Hintern gerettet, Lilly, aber versuche nächstes Jahr vor dem großen Tag ein bisschen Schlaf zu bekommen. Hast du dich jemals gefragt, wie deine Haare mit süßen Korkenzieherlocken aussehen würden? Och, wie können meine Haare nur so aussehen? Okay, es gibt keine bessere Zeit als diese, um diesen Look zu probieren. Ich werde einfach dieses Glätteisen nehmen und es drehen. Oh, das hat nicht funktioniert. Oh je. Okay, ich werde den Spiegel mit dir teilen, wenn es dir nichts ausmacht. Hey, denkst du, du kannst mir diesen Kajal kurz ausleihen? Lockiges Haar, hier komme ich. Wickle einfach eine einzelne Strähne um einen dünnen Stift wie diesen. Drücke dann mit deiner freien Hand das Glätteisen über die Haare, die um den Stift gewickelt sind. Beeindruckend, sieh dir das an. Eine echte Locke. Bald kannst du deinen ganzen Kopf damit bedecken. Mensch, die Haare stehen hier gut, Sophia. Oh, und hier ist dein Stift zurück, Lana. Wow, Sophia, du hast deine Haare genauso hinbekommen wie auf dem Bild. Und jetzt ist es erstmal Zeit für ein Selfie. Wann hat diese Jessica denn damit angefangen zu trainieren? Oh, der Po sieht echt knackig aus. Meiner könnte auch ein bisschen Aufmerksamkeit vertragen. Okay, los geht's. Aber das ist alles andere als Trainingskleidung. So, schon viel besser. Diese Treppen werden mein Hüftgold im Handumdrehen schmelzen lassen. Ich bin eine Frau, hör mich brüllen. Ja, pass auf, wo du hintrittst. Hallo, Po-Muskeln. Wie geht's euch denn so? Ja, nach dem ganzen Training hat Sophia sicherlich einen Po aus Stahl. Oh, die zweite Runde ist viel anstrengender als die erste. Oh, also, das reicht. Oh, ich glaube, ich werde mich nie wieder bewegen können. Muss den Körper bewegen. Okay, Zeit herauszufinden, ob das alles wert war. Irgendeine Veränderung? Gar nichts? Och Mensch, das war das härteste Workout ever. Vielleicht muss ich das einfach ein bisschen anders angehen. Aber auch ja keiner davon zu erfahren, oder? Wenn du definiertere Muskeln haben willst, dann stopfe dir einfach was in die Hosen. Das ist viel einfacher als Kniebeugen. Vergiss nur die andere Seite nicht, sonst sieht's komisch aus. Rein da, mein Kleiner. So. Hey, Frau Knackpo. Jessicas Po ist nichts gegen Sophias. Während Lilly schwer am Arbeiten ist, scheint Vicky sich eher auf ihre neuen Nägel zu konzentrieren. Oh, ich bin so froh, dass ich mich für Apfelrot entschieden habe. Na, komm schon. Nee. Ach nur, ich habe die gerade erst machen lassen. Nicht zu fassen. Ach, es ist okay, Vic. Das ist doch nur ein Nagel. Hier, willst du den letzten Schluck von meiner Cola? Das ist ziemlich eklig, aber ein süßes Angebot. Danke. Nichts ist besser als ein wenig Zucker, um den Blues zu vertreiben, oder? Moment mal, diese rote Flasche passt zu meinen Nägeln. Vielleicht kann ich was tun, um diese schreckliche Situation zu beheben.
Schneide zuerst die Plastikflasche in der Mitte durch. Genau so. Entferne dann den unteren Teil der Folie und löse sie vom Kunststoff, an dem sie befestigt ist. Schnapp dir jetzt eine Schere und schneide den Plastikring durch. Wickle den Kunststoff fest um einen Stift. Und zwar so. Mach immer weiter, bis alles fest umwickelt ist. Wenn dir das Plastik zum Herumwickeln ausgeht, befestige es mit einem dünnen Stück Klebeband. Lege das Ganze in eine kleine Schüssel und fülle sie mit heißem Wasser, bis oben zum Rand. Nach einer Weile, wenn das Wasser ein bisschen abgekühlt ist, kannst du das kleine Plastikstück herausnehmen. Stelle die Schüssel beiseite und schneide das Plastik an der Seite durch. Dreh es jetzt einmal um und mach das Gleiche auf der anderen Seite. So. Siehst du all diese Plastikteile? Für diesen Trick brauchst du nur eines davon. Nagelkleber dient als Basis für deinen neuen Acrylnagel. Nimm jetzt das Plastikteil und lege es über deinen Nagel. Und trage etwas Nagellack auf, um das Ganze abzurunden. Hey, das sieht super gut aus! Und du würdest nie vermuten, dass es nicht Teil der ursprünglichen Maniküre war, oder? Das war knapp! Schau dir das an! Es ist offiziell, du bist das tollste Mädchen der Klasse, Vicky! Oh, ich bin so froh, dass wir uns endlich getroffen haben. Ich wollte das schon seit Wochen machen. Oh, fast vergessen. Ich muss dir unbedingt erzählen, was ich gestern gehört habe. Du erinnerst dich an Amy? Oh Mann, wird das eine weitere langatmige Rede von Lana? Halte den Gedanken fest, ich renn schnell zum Klo, okay? Okay. Na gut, ich denke, ich kann die Zeit nutzen, um meinen Lippenstift schnell nachzuziehen. Ich brauche nur meine Puderdose. Mal sehen, was wir hier haben. Wann immer dein Date auf die Toilette geht, ist es immer eine gute Idee, das Make-up zu checken. Sehr schön. Oh, mein Rouge ist weg. Oh, ich sehe so blass und fleckig aus. Nee, das geht so nicht. Ich trage nur ein bisschen Rouge auf und alles wird gut sein. Oh, habe ich wirklich vergessen, das einzupacken? Och nee, was mache ich denn jetzt? Wenn du jemals in der Klemme steckst und ein wenig Farbe auf deinen Wangen benötigst, dann probiere diesen praktischen Trick. Spitze deine frisch geschminkten Lippen und gebe einer Papierserviette einen Kuss. Drücke den Kussmund so auf deine Wangen. Mach genau das gleiche mit der anderen Seite. Ha, keine Sorge, das wird nicht lange so aussehen. Reibe den Lippenstift sanft mit deinen Fingern ein. Das ist ein bisschen klebrig, also nimm dir eine Minute, um es zu verblenden. Aber vergiss nicht die andere Wange, Lana. Wow, sieht wirklich aus, als würdest du echtes Rouge tragen. Siehst du den Unterschied? Boah, das war knapp. Ich pack besser alles weg, bevor er wiederkommt. Ah, da bist du ja. Mann, halte dich von diesem WC fern. Oh, nach so viel Zeit da drin scheint Lanas lange Geschichte gar nicht mehr so übel zu sein.